Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Silent Storm Sentinels mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und ich freue mich, euch zu einem weiteren Teil unserer Stations- oder Basisverteidigung gegen Thors Hammer begrüßen zu dürfen. Die Leute von Thors Hammer, also unsere Taktik sah so aus, dass wir uns ganz stark auf eine Flanke fokussieren, um dann nachher den anderen übrig gebliebenen Alliierten zu helfen. Das wird auf jeden Fall, also ich glaube, das kann noch nicht alles sein, was da jetzt so gekommen ist. Deswegen schauen wir mal, wie das weitergeht. Kenko, du hast 26% auf den Burschen, versuch mal dein Glück. Schade. Dann lad aber schon mal nach. Wenn du nämlich noch Punkte übrig hast, dann kannst du das auch gerade an der Stelle machen. Wie sieht das hier aus? 24? Joa. Müssen wir mal gucken. 19. 20. 24. Wir schießen auf den Panzerklein. Das war's. Jetzt ist der mit leeren Händen da. Genau. Get up. Und mach ihn selig. Einen von denen. Gut. Gut. Gary. Puh. Gary macht's aber auch nicht einfach. Oder macht's einem aber auch nicht einfach, ihn zu mögen, ne? Dieser Gast muss mit Respekt behandelt werden. Ja, hock dich mal hin. Aus Respekt. Knie nieder. Vor Respekt. Ich habe leider kein gutes Ziel auf ihn. Schießen wir noch ein bisschen auf die anderen. Leide. Er ist bewegungslos. Sehr gut. Ah. Jetzt bin ich noch gefährlicher. Oh ja, Level. Gut, okay. Ja, wir nähern uns Fernkampf immer kritisch. Okay, puh. Ja, Thors Hammer ist momentan mit 3 Panzerkleins hier von unserer Basis. Es kann sein, dass da noch mehr kommt an Panzerkleins. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall schon mal ganz gut, wenn wir hier auf der Seite für Ordnung gesorgt haben, dann können wir hier drüben den Verbündeten helfen. So war der Plan. Mal gucken, ob es aufgeht. Vor allen Dingen möglichst große Abstände zu den Panzerkleins halten. Auch das scheint bisher funktioniert zu haben. Rocco ist außerdem noch mit allerhand Granaten ausgestattet. Ich hoffe, dass wir da auch wir sollten hier verschwinden. Den ein oder anderen Panzerklein mit wegbrennen können. Oh, Karm wurde echt entdeckt. Krass. Das ist echt krass. Also, weil Karm liegt hier eigentlich ganz gut getarnt. Oder was heißt gut getarnt? Aber sie liegt halt flach auf dem Boden mit dem schallgedämpften Gewehr. Sollte ja nicht so einfach sein, für die Gegner sie zu erkennen, ne? Oh fuck, der Typ ist jetzt gleich dran. Schlechte Aussicht. Was mag? Schieß auf den Typen da hinten. Ich glaube, der ist bewegungslos. Aber ich kann Gary jetzt nicht darunter schicken. Der ist nicht einfach. Ich muss intelligent vorgehen. Du musst vor allen Dingen tödlich vorgehen. Schlechte Aussichten. Das mag ich. Du willst mir jetzt echt nicht sagen, dass der Typ aus seinem PK ausgestiegen ist, oder?
Das ist natürlich krass. Das könnte ich jetzt total exploiten. Will ich aber eigentlich nicht. Das wäre, glaube ich, dann doch ein bisschen arm. »34 auf dem Burde, da drüben, komm hier.« »Hm.« »Durchlöchert sie.« »Gut, 2 Punkte Schaden.« »Scheiße.« »Kam.« »Exzellente.« »Nicht wirklich, nicht wirklich.« Außerdem heißt das nicht Eccellente? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Italienisch ist nicht so gut. Oh, Kenko hat auch ein Level bekommen. Dann gucken wir mal. Weisheit wollte ich Kenko gerne geben. Laufen wir so ein paar Schritte darüber. Im Schweinsgalopp. Besser etwas riskieren und siegen, als gar nichts tun. Er hat sich direkt ausgezahlt, ihm die Weisheit zu geben, ne? Ich finde, Kenko kommt auch schon jetzt so super weise rüber. So, Gary. Gut, 18 Treffer. Oh. Sehr, sehr nice. Zum Hinlegen reicht's nicht mehr. Aber ich hoffe, Kenko ist da jetzt halbwegs geschützt. Ich kann nicht gut auf die schießen, weil Gary vor mir liegt, glaube ich. Deswegen hocken wir uns mal hin. Also sag mal, Klaus, was hast denn du gesoffen? Ich hoffe nicht das gleiche wie ich. Ich trinke nämlich gerade einen schönen Riesling-Kabinett. Das ist natürlich auch toll, ne? Die Leute, die da ihr Leben gegen die Panzerkleins verteidigen. Und der Günner sitzt hier und trinkt ein Riesling-Kabinett. Ich habe keine Ahnung, warum der seinen Panzerklein hat stehen lassen. Auf der anderen Seite bin ich mir aber auch sicher, dass ich es nicht schaffe, lebendig dort anzukommen. Also das steht, glaube ich, außer Frage. Wir sollten es uns aber überlegen, falls wir dann doch in größere Bedrängnis raten und die Panzerkleins immer näher kommen, dann haben wir da vielleicht noch einen, den wir dann okkupieren können. Gut. Ich bin total beeindruckt, dass die Verbündeten hier treffen. Das kenne ich gar nicht. Also ich habe die Mission ja schon ein paar Mal gespielt. Aber bei mir war das immer so, dass die nie irgendwas getroffen haben. Das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her, da war das... Niente. Nur größere Wunden muss man näher. Sie ist ausgewichen, glaube ich. Nein, ich weiß, was passiert ist. Stopp! In dem Safe-Game-Spielstand ist der God-Mode aktiviert. Kann das sein? Oder ist sie ausgewichen? Nur mit überlegener Strategie gewinnt man diese Auseinandersetzung. Ich muss aber wirklich sagen, sie haben aber auch, ihr habt es ja auch gesehen, die haben sonst noch nichts getroffen, ne? Also, außer meinen Verbündeten. Die sterben da schon vor sich hin, das ist schon korrekt.
Sweet. Okay, wir testen das jetzt mal gerade. Wenn der God-Mode an ist, dann dürfte das Gary ja nichts ausmachen. Wenn dem Klaus mal kurz in den Arsch schießt. Okay. Ist nicht mehr als ein größerer Kratzer. Das ist überhaupt kein Kratzer. Jo, ich bin gleich wieder da. So, wir sind wieder zurück. Der God-Mode ist aus. Der Fairness halber. Oh ne, warte mal, aber keine Salve, das wäre vielleicht ein bisschen übel. Also, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Wie wäre es denn, Rocco? Davon ganz schön hier vorbei. Dieser Gast, der muss er mit der Respekt behandeln. Müssen wir gleich gucken, wie wir das genau machen. Warte mal, du. Ach, du stehst da auf den Sandsäcken jetzt irgendwie. Ja, aber lass mal gerade gucken. Gary, kannst du noch schießen? Okay, Klaus. Da ist doch gar nichts. Ui. Ich meinte eine Kleinigkeit. Er ist aber auch für eine Kleinigkeit ziemlich gut. Ich hätte dich töten sollen. Jo. Dann töte ihn bitte. Carmen wird's überleben. Auch, also so uns, ich meine sie. Na, ist egal. Ich muss gleich mal auf Carmen schießen. Jetzt ist er mit leeren Händen da. Ich kann gar nicht mehr, okay. Auf den kann ich nicht. Na, dann schieß auf ihn. Gut. Kenko. Putz ihn weg. Boah, ein Querschläger, wie krass. Gut. Nochmal schießen geht nicht, ne? Nee. Zu wenig AP. Schade. Für alle übrigens, die sich fragen, was das für ein Riesling ist, ist ein Riesling von der Mosel. Reichsgraf von Kesselstadt. Nu gut. Erstmal ein Treffer und dann 71 Schaden. Ich bin nicht der größte Fan von diesem Riesling. Oh, der Typ da auf dem Turm, der ist gut. Allerdings, der Riesling-Kabinett von denen, also der normale Riesling, das ist echt nicht so mein Ding bei denen, aber der Riesling-Kabinett, der taugt was, der ist okay. Ist nicht so pappsüß, aber also normalerweise hat der immer so einen kleinen Nachgeschmack, den ich nicht mag bei diesem Wein. Also bei den normalen Rieslings von denen, aber der Kabinett, der geht. Also so einen leicht bitteren Nachgeschmack hat er normalerweise. Das mag ich bei Wein überhaupt nicht. Ich mag auch diese leicht sauren Weißweine, so Syrah oder sowas, die Luxemburger zum Beispiel so gerne trinken. Das finde ich, schmeckt sau ekelhaft. Nichts gegen einen Syrah oder sowas. Nee, nicht Syrah ist es nicht. Moment, ich meine was anderes. So ein Auxerrois oder sowas. Oh, das ist ganz furchtbar. Scheiße, die haben Granaten. Wow, fett. Der Typ owned. Silvana, das ist auch noch so ein saures Zeug. Das mag ich auch überhaupt nicht. Das ist auch so ein... wobei, das ist dann ja eher so ein elsässischer. Was hat denn der für eine Waffe? Hat der eine Browning? Nee, der hat auch eine Mauser. Ja, ja, da gucken wir mal, ob er es überlebt. Sonst machen wir hier nachher mal mit Klaus das Mauser-Duell.
Den Typen versuchen wir mal am Leben zu lassen. Er scheint ja auch kein Interesse an PKs zu haben. Schwein gehabt. Get up. Clap your hands. And feel the groove. Ich arbeite hart, um besser oh, zu werden. Oh, Rocco hat ein Level gekriegt. Und Günner auch. Ich habe hier besseres Timing. Spezialisierung werfen und Granatenmeister. Wir brauchen jetzt schneller Wurf, dann guter Wurf aus jeder Haltung. Und vor allen Dingen höhere Wurfdistanz. Das brauchen wir auch. Ich habe Rocco nicht optimal geskillt. Ich muss mal gucken, wo ich mit Rocco genau hingehe. Günner, du hast ja aber noch... Du hast ja erstmal ein Level. Was haben wir hier? Größere Reichweite des Schadens. Fügt man mit Fernwaffen mehr Schaden zu. Das ist eigentlich gut. Und die längere, kurze Salve. Beides auf jeden Fall amazing. Wir nehmen die größere Reichweite des Schadens, weil er momentan ja auch mit dem Gewehr spielt. Also spielt, in Anführungszeichen. Scheiße. Okay. Kenko. Stell dich mal hin. Und nimm ihn aufs Korn. Komm hier. Wir haben halt Banzai. Jetzt eine Waffe mit Banzai. Wir haben eine Waffe mit Semi-Automatik-Modus, dann sollten wir den auch mal benutzen. Auch wenn wir leider jetzt nicht getroffen haben. Kam hat auch ein Level bekommen. Solo. Nice. Kam wird jetzt besser, je weiter sie von unserem Team entfernt ist. Das ist eigentlich ziemlich geil für einen Scout. So, dann müsste Rocco eigentlich relativ sicher sein hinter dem Kreuz. Jetzt habe ich halt nur noch einen Schuss drin, ne? Langt leider nicht. Habe ich jetzt getroffen oder nicht? So, ich hoffe, jetzt habe ich den Godmod auf jeden Fall aus. Ich muss ja kaum noch dafür bestrafen, dass ich so ein Depp bin. Ich weiß, was du fühlst. Boah, Kenko, das kann ich mir schwer vorstellen. Nochmal passiert das nicht. Das will ich hoffen. Das will ich echt hoffen. Oh Gott, sie haben die Schwester. Haben sie bisher immer von diesem Gerät darunter geballert, oder was? Das Ding ist, wenn wir uns da drauf hocken würden, hat es, glaube ich, keine Munition. Deswegen... Ne, die geht dann wieder darunter. Ja, ja. Deswegen ist hier so eine Kiste, da ist die Munition für das Gerät drin. Nein, ich wollte mit ihm noch das Duell machen. Ach, verdammt. Jetzt können die PKs die ganzen Granaten da einsammeln. So, wo ist die Pistole? Ich will... Ja, es ist die Mauser. Und er hat noch einen Colt dabei. Wow. Wie geht der Wein aus? Boah, Alter, und der Typ der ist noch. Nicht einfach. Der hat den PK auch verlassen. Was geht denn ab? Oh, Günner hat die Waffe verloren.
Super, der hat tatsächlich Günnar getroffen mit seiner Mauser von da hinten. Es könnte natürlich auch sein, dass wir den PK Schlechte Aussichten. Ziemlich kaputt das geschossen haben. Okay, das Tor ist jetzt zu. Der ist nicht einfach. Ich muss intelligent vorgehen. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich gucken, dass Sam überlebt, oder wie? Beseitigen sie alle. Also auch die Verbündeten. Spaß beiseite. Unbeschädigt und unbeschädigt. Und der Kaputte, der kritisch beschädigt ist, der steht da noch rum. Das ist echt ein Ding. Dieser Gast muss mit Respekt behandelt werden. Respektieren mit einer Salve von deinem Maschinengewehr. Das war's. Jetzt ist der mit leeren Händen da. Und jetzt sind sie wieder voll, Karm. Jetzt sind sie wieder voll. Oh. Siete benvenuti. Okay, Kenko. Wie kann man eigentlich auch nur an so einem riesen Ding vorbeischießen? Einer musste gehen. Besser er als ich. Da hat er nicht Unrecht, da hat er nicht Unrecht. Das sind SAK-Magazine, oder? SAKA-Magazine, okay. Ja, kann sein, dass der Typ danach munteres Panzerkleinhopping betreibt. Wir wissen es noch nicht. Schön. Genau, sammel mal dein G41 wieder ein. Oh, gut. Ja, ich würde sagen, wir benutzen doch mal die Zielfernrohrfunktion hier. Pack mal richtig schön viel Punkte rein. Scheiße. Oh, krass. Okay. Die arme Sau hängt noch da drin. Er hat nur seine Waffe wieder eingesammelt. Er hat sich mal besser hingehockt. Oh, und tschüss, Taco. Wer kriegt den Interrupt? Okay, ich nicht. Oh, das war's. Warte, was will er? Schießt auf Rocco. Nur mit überlegener Strategie gewinnt man diese Auseinandersetzung. Genau, erst schießen und dann näher ranlaufen. Ja, das scheint ein Colt zu sein. Oder, nee, Moment, das ist ein Webley Scott Revolver. Und was hast du? Beretta. Dieser Gast muss mit Respekt behandelt werden. Respektiere ihn mit einem vollen Magazin. Okay, das nächste Mal werfe ich eine Granate. Boah. Oh.
Gut, Gary, gut. Boah, nice. Und was ist es? Es ist eine Browning, oder? Eine Browning HP. Eine der besten Pistolen im Spiel. Die sollten wir unbedingt versuchen zu kriegen. Fein. Okay, wo ist der rechts von euch Verlierern? Wir machen Quicksave an der Stelle und beenden den Part. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss.